Es gibt Zeiten, in denen man alle Hoffnung verliert. Man ist ausdauernd, doch die Qual dauert länger. Man zeigt Geduld, doch wartet vergeblich. Man ist gerecht, doch wird verleumdet. Man ist ehrlich, doch wird belogen. Man ist hilfsbereit, doch wird im Stich gelassen. Man ist mutig, doch wird heruntergezogen. Kann man entschlossen bleiben, oder wird der Hass einen überkommen? In Zeiten wie diesen wird es Zeit, sein altes Leben hinter sich zu lassen. Es wird Zeit für ein neues Leben. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4. Another Life. Kapitel 1. Ausdauer. Die Kälte war das Erste, was ich spürte. Wie ein finsterer Schleier umfing sie mich. Langsam öffnete ich meine Augen und um mich herum begann sich eine Welt zu bilden. Ich erlangte mein Bewusstsein zurück. Als ich meine Augen schließlich öffnete, erkannte ich die Kälte um mich herum. Ich befand mich in einer kleinen Höhle. Nur ich befand mich hier. Es hingen Eiszapfen von der Decke und vor dem Eingang erspähte ich Schnee. Ein Eiszapfen tropfte langsam, aber stetig direkt neben meinem Kopf auf den Boden hinunter. Als ich zum ersten Mal aufstand, tat mir alles weh. Ich fühlte mich vollkommen seltsam. Ich sah mich in der Pfütze neben mir an. Ich schien relativ unverletzt. Alles, wie es sein sollte. Die Flamme auf meinem Rücken loderte ebenfalls grell. Alles war, wie es für einen Feuerriegel wie mich normal war. Doch mir fiel es sofort wie Schuppen von den Augen. Dieses Feuerriegel, welches ich in der Reflexion sah. War das wirklich ich? Ich wusste es nicht. Ich wusste gar nichts. Ich versuchte Erinnerungen zu finden, doch es war vergeblich. Alles war wie ausgegraut. Nicht eine kleine Erinnerung. Kein Name. Kein Ort. Nichts. Was auch immer in meiner Vergangenheit geschehen war. Ich hatte es vergessen. Schwermütig verließ ich die kleine Höhle. Am meisten plagte mich die Angst, Pokémon vergessen zu haben, die sich um mich sorgen. Hatte ich Freunde, vielleicht sogar Familie? Sie würden sich um mich sorgen und ich wüsste nicht einmal, wer sie sind. Ich versuchte, meine Gedanken etwas zu sortieren. Ich würde alleine nicht wirklich weiterkommen, schon gar nicht in dieser Landschaft. Ich würde mich auf die Suche nach einer Stadt machen, um dort nach Hilfe zu suchen. Wer weiß, vielleicht würde mich ja dort bereits jemand kennen, aber zunächst musste ich eine Stadt finden. Außerhalb der Höhle hatte ich eine unfassbare Aussicht. Die Weiten der Welt erstreckten sich in alle Richtungen. Ich konnte von diesem einen Punkt aus alles sehen. Berge, Wüsten, Meere, Wälder und Wiesen. Die gesamte Fauna und Flora der Welt der Pokémon. Ich erkannte unter anderem durch diese Aussicht, dass meine kleine Höhle sich auf der Spitze eines hohen Berges befand. Das hieß, ich musste den Berg zunächst hinabsteigen und dabei noch hoffen, auf jemanden zu treffen, der mir weiterhelfen könnte. Auf meinem Weg hinab ins Tal versuchte ich erneut, mich an irgendetwas zu erinnern, selbst wenn es nur wäre, wie ich meine Erinnerung in erster Linie verloren hatte. Auch überlegte ich, wie lange ich wohl ohne Bewusstsein gewesen war. Je nachdem, wie lange es war, würde ich eventuell bald Nahrung benötigen. Es gab einfach so viele Probleme und ich musste sie alle lösen. Eins nach dem anderen, entschied ich. Erst einmal müsse ich von dem Berg herunter. Im Tal würde ich hoffentlich Nahrung finden. Dann würde ich mich nach einer Stadt umsehen. Auch wenn ich es ungern zugab. Meine verlorenen Erinnerungen hatten für den Moment die niedrigste Priorität. Ohne die anderen Punkte wäre mein Überleben auf längere Zeit nicht gesichert. Ich setzte meine Reise fort. Nach etwa einer Stunde Marsch und einer kurzen Pause entdeckte ich tatsächlich ein Pokémon in der Ferne. Seine Spezies sagte mir gar nichts.
ob es daran lag, dass ich es tatsächlich noch nie gesehen hatte oder ob es an meinem Gedächtnis lag, war hierbei natürlich völlig offen. Es schien mich nicht zu bemerken. Es sah auf eine Art Karte oder etwas ähnliches und schien relativ genervt. Trotzdem hoffte ich auf etwas Hilfe. Verdammt, wie konnte das passieren? Ich mache doch sonst nie Fehler. Das unbekannte Pokémon führte Selbstgespräche, während ich mich näherte. Entschuldigung? Meine Stimme war etwas schwächlich, mein Hals kratzte und ich hatte meine Stimme länger nicht genutzt. Das Pokémon wurde schnell auf meine Anwesenheit aufmerksam. Es drehte sich zu mir und sah mich seltsam an. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo... Er ließ mich nicht einmal aussprechen. Das schwebende Wesen packte mich am Kragen. Ich konnte nicht viel tun, außer in der Luft zu zappeln. Du kommst doch gerade von dem Licht, oder? Ich war ziemlich verwirrt. Licht? Welches Licht? Der Griff des Pokémon wurde fester. Verkauf mich ja nicht für dumm. Du weißt, von welchem Licht ich rede. Er drehte mich in Richtung des Berggipfels. Mir war bis zu diesem Zeitpunkt nicht aufgefallen, dass dieser tatsächlich ein seltsames Licht erzeugte. Willst du mir etwa erzählen, dass du das nicht gesehen hast? Ich ignorierte die zweite Frage nervös. Ja, von da komme ich. Die Augen des merkwürdigen Pokémon begannen zu glühen, in einem sehr hellen Blau. Ich wusste es. Wo ist er? Er? Wen meinen Sie? Mein Gegenüber warf mich gewaltsam in den Schnee. Versuch gar nicht erst, mich anzulügen. Ich sehe alles. Ich spüre, dass du ihn kennst. Du weißt, wo er ist. Ich hatte wirklich Angst in diesem Moment. Ich schwöre es, ich weiß nicht, wovon sie reden. Schweig! Mit einer drohenden Geste hielt es seine Klauen an meine Kehle. Ich spüre deine Emotion. Du kennst ihn. Sprich! Wo ist er? Wo ist Günther? Günther, der Name sagte mir nix. Nicht einmal in den Tiefen meines Unterbewusstseins reagierte auch nur ein Nerv auf diesen Namen. Ich kenne diesen Günther nicht. Das Pokémon packte mich wieder. Ich versuchte mich irgendwie zu befreien, aber es war viel zu stark für mich. Muss ich noch deutlicher werden? Sprich! Jetzt! Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass du nie widersprechen wirst. Es begann in seiner freien Hand eine Art von Energie zu sammeln. Ich machte mich innerlich schon bereit für den Aufprall seines Angriffs. Doch bevor irgendetwas anderes geschehen konnte, wurde er selber von einem Angriff getroffen und ließ mich fallen. Greifst du jetzt schon unschuldige Passanten an? Schämst du dich denn nicht, Darkrai? Der Angreifer, der offensichtlich Darkrai hieß, wirkte sehr genervt, verschwand jedoch bereits im nächsten Moment wie im Erdboden. Das Pokémon, welches mich gerettet hatte, kam zu mir herüber. Alles okay bei dir? Ich brauchte einen Moment, um mich wieder zu beruhigen. Ja, danke für die Hilfe. Gern geschehen. Darkrai ist jetzt erstmal weg. Das Pokémon drehte sich von mir weg und sprach weiter. Jetzt kannst du's erzählen. Wo ist Günther? Wieso glaubst du noch ein weiteres Pokémon? Ich würde diesen Kerl kennen. Ich verstand es nicht. Ich weiß nicht einmal, wer dieser Günther sein soll. Du musst es nicht mehr verstecken. Du kannst mir vertrauen. Ich kenne Darkrai gut genug. Wenn er sich sicher ist, dass du Günther kennst, dann kennst du ihn. Bitte, ich bin sein Freund. Du musst mir sagen, wo er ist. Glaub mir doch bitte, ich weiß nicht, wer er ist. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich bin erst vor wenigen Stunden auf dem Gipfel aufgewacht und hatte all meine Erinnerungen verloren. Dummerweise schien das Pokémon mir nicht zu glauben. Die alte Nummer, sei nächstes Mal etwas kreativer. Aber ich verstehe dich, es ist eine wichtige Angelegenheit. Weißt du was, wenn du mir nicht vertraust, dann beweise ich dir, dass du es kannst. Aber ich muss ihn wiedersehen, egal wie. Ich merkte, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu diskutieren. Wenn du Amnesie hast, dann weißt du doch sicher nicht, wo du leben kannst, richtig? Etwas unschlüssig nickte ich. Habe ich's mir doch gedacht. Dann komm erst mal mit. Wenige Tage von hier liegt mein Heimatdorf.
Dort haben wir genug Platz für ein weiteres Pokémon. Er begann den Berg hinabzusteigen. Ich zögerte einen Moment, folgte ihm aber schließlich. Zwar glaubte er mir auch nicht, aber dieses Pokémon war zumindest nicht so gewalttätig wie Darkrai. Zudem konnte er mich zu einem Dorf führen. Auf dem Weg unterhielten wir uns ein wenig. Wer genau bist du eigentlich? Habe ich mich noch nicht vorgestellt. Sorry, muss ich vergessen haben. Mein Name ist Lord Ecke. Ich komme aus Silberdorf, das Dorf, wo ich dich hinbringen möchte. Silberdorf. Wieder überlegte ich einen Moment, ob der Name mir irgendetwas sagte. Jedoch wurde mir schnell klar, wenn ich aus diesem Silberdorf stammen würde, würde Lord Ecke mich wohl kennen. Und wie heißt du? Ich sah ihn etwas verwirrt an. Willst du mir jetzt wirklich sagen, dass du sogar deinen eigenen Namen vergessen hast? Langsam übertreibst du's aber. Aber wenn du meinst, ich werde dich einfach Feuerriegel nennen, das macht die Sache einfacher. Feuerriegel, nicht nur eine Spezies, sondern nun auch mein Name. Ein Name, den ich tragen würde durch größere Abenteuer, als ich mir hätte vorstellen können. Feuerriegel, das bin ich. Und das ist meine Geschichte. Einige Tage später saßen wir abends am Lagerfeuer. Wir werden morgen Silberdorf erreichen. Mehr sagte er nicht. Er starrte einfach stumm ins Feuer. Ich versuchte, ein Gespräch anzuregen. Kannst du mir etwas über die anderen Bewohner Silberdorfs erzählen? Wie sind die Leute dort so? Einen Moment blieb Lord Ecke still, dann begann er zu erzählen. Silberdorf ist nicht sonderlich groß und hat deswegen nicht viele Einwohner. Aber dafür sind wir dort eine Gemeinschaft. Feste wie Weihnachten feiert das ganze Dorf zusammen. Eigentlich kennt jeder jeden und versteht sich mit jedem. Bekannt ist das Dorf vor allem durch ein paar der Pokémon dort, so ziemlich mein Bekanntenkreis. Wir hätten da Latias und Latios, die Äonengeschwister. Die beiden sind legendäre Pokémon. Latias war das erste Opfer der dunklen Macht. Die erkläre ich dir vielleicht irgendwann anders. Dann haben wir noch Hydropi, der bis vor einiger Zeit eine besondere Grotte bewacht hat. Das war eigentlich auch schon mein Freundeskreis. Ansonsten gibt's dort noch eine Gruppe von Kindern. Und warum haben diese Pokémon Silberdorf bekannt gemacht? Der Krieg bringt neue Gesichter an die Öffentlichkeit. Wir haben die Welt vor der dunklen Macht gerettet und später haben die Kinder diese Welt wiederbelebt, nachdem sie zerstört wurde. Hast du gerade wir gesagt? Warst du etwa auch an diesem Krieg beteiligt? Beteiligt? Du hast keine Ahnung. In unserem ersten Abenteuer habe ich die dunkle Macht niedergestreckt. Mithilfe des reinen Elements, der Essenz des Lichts. Ich bin ihr Auserwählter. Deswegen hat die dunkle Macht auch meine Kraft genutzt, um anschließend die große Apokalypse herbeizuführen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich die Hälfte nicht verstehe und du konntest die dunkle Macht alleine besiegen? Auf einmal änderte sich Lord Eckes Ausdruck komplett. Nie im Leben. Ich hatte immer gute Freunde an meiner Seite. Vor allem Floink war immer für mich da. Nun ist er weg. Bisasam ebenfalls. Und Günther. Oh, das tut mir leid. Sein Ausdruck wechselte zu Wut. Dir muss nix leid tun. Es muss Darkrai diesem Bastard leid tun. Er ist schuld an Günthers Verschwinden. Um die Welt zu schützen, hat er behauptet. Aber das ist Schwachsinn. Nie im Leben hätte er verschwinden müssen. Und Nick Schossma, dieser Abfall. Erst verrät er uns, dann kehrt er zurück und rettet uns. Und jetzt, selbst in seinem nächsten Leben. Beruhig dich am besten, Lord Ecke. Ich glaube nicht, dass dir Hass viel bringen wird. Vielleicht solltest du probieren, voranzuschreiten, ein neues Leben zu beginnen und die Vergangenheit zu vergessen. Meine Wortwahl schien ziemlich schlecht gewesen zu sein. Denn Lord Eckes Wut verschwand nicht, sondern fokussierte sich nun auf mich. Vergessen? Beinahe 3 Jahre ist es jetzt her, dass Günther verschwunden ist. Seitdem ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht über ihn nachgedacht oder ihn gesucht habe. Jemanden wie Günther kann man nicht vergessen. Du verstehst es nicht. Und vor allen Dingen jetzt. Ich bin so nah dran, ihn wiederzusehen.
Nur eine Sache trennt mich noch von ihm. Du weißt, wo er ist, aber du behältst es für dich. Du verstehst es einfach nicht. Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Warum tust du mir das an? Was ist eigentlich falsch mit dir? Ich versuchte, ruhig zu bleiben und die Situation zu deeskalieren. Es tut mir leid. Ich würde es dir sagen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wusste ich es vor meinem Gedächtnisverlust und es ist noch irgendwo in meinem Unterbewusstsein gespeichert. Vielleicht denkt Dakrei es deswegen, aber ich weiß nicht. Die Situation deeskalieren? Keines meiner größten Talente. Unterbewusstsein am Arsch! Denkst du wirklich, ich wäre so dumm, auf dich reinzufallen? Du bist nur hier, weil ich die Info brauche. Und ich bekomme sie aus dir heraus. Und wenn ich dafür gewalttätig werden muss. Das Gespräch war augenblicklich zu Ende.